Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, heute gibt es, wie ihr lesen konntet, ein Haul, wollte ich schon sagen, ein Bastelvideo mit der, ich habe eine Kooperation mit Global Land und da freue ich mich. Ich habe mir ja Sachen rausgesucht, die ich mir selber bestellen würde. Ich sehe gerade, die Kamera hängt ein bisschen weit oben, aber okay. Ich denke, das geht. Und ich habe mir die zwei Stempelsets jetzt zur Brust genommen und daraus was gebastelt. Und zwar habe ich einmal diesen High Heel benutzt. Ich liebe diese High Heels. Den nicht so, aber die zwei. Aber damit habe ich was gebastelt. Dann ihr seht schon, der Stempel, der ist hier schon mal aufgezogen. Den brauchen wir dann noch. Und von denen hier habe ich mehrere Blümchen benutzt. Ich glaube, und ich glaube, da die Blätter. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall zeige ich die euch. Übrigens, ich werde alles unten in der Infobox verlinken. Hände nicht beachten. Und mit dem Code NATA10, auch in der Infobox, könnt ihr 20 Mal einlösen, 30 Mal, also immer und immer wieder. Ich habe jetzt auch schon wieder neue Sachen im Warenkorb. Und da werde ich natürlich auch meinen eigenen Code benutzen, weil spare in der Zeit hast du in der Not, ne? So, ihr seht schon, ich habe das schon mal ausgeschnitten, ausgemalt und ich bin stolz. Ich bin stolz, dass ich das so schön hingekriegt habe, meine Stempelabdrücke. Ich bin richtig stolz. Jetzt zeige ich euch das fertige Projekt. So schaut's aus. Als ich die Stempelsets bei Global Land gesehen habe, habe ich sofort an eine Handtasche gedacht. Ich liebe ja sowieso die High Heels, ne? Aber ich habe sofort an eine Handtasche gedacht und das ist daraus geworden. Und die ist echt groß, ne? Also sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Okay, fangen wir an. Wir brauchen erstmal ein Stück DIN A4 Cardstock. Also wirklich ein Stück DIN A4, so wie es ist. Nicht irgendwie geschnitten oder so. Und das falte ich jetzt erstmal auf der langen Seite bei 2. Ich werde auch die ganzen Maße und so alles in die Infobox schreiben. Aber das wird relativ weit unten stehen, weil das andere hat Vorrang. 2, 6, 21 und 28. Das einmal zur Seite legen. Dann braucht ihr ein weiteres Stück Cardstock. Das hat die Maße 21 mal 27 cm. Und das muss ich einmal bei 8 und bei 12 falzen. 12. 12 ist genau da bei mir. Das sieht man ganz, ganz schlecht. So. Das können wir eigentlich schon mal erstmal zusammenkleben. Ich habe gerade überlegt. Ich habe gerade überlegt. Und zwar, musste ich kurz überlegen und nachgucken, weil das Projekt steht auch schon 3 Tage fertig hier. Ich habe nur noch auf meine Koloration gewartet, also bis ich es fertig koloriert hatte. Ja, auf jeden Fall, es ist jetzt etwas kompliziert. Wir haben hier das Stück und das 4 cm Stück, also 2 und 4. Und hier haben wir ja den Rest, das werden auch ungefähr 2 cm sein oder vielleicht nicht ganz 2. Und hier haben wir 5, glaube ich. Und da müssen wir kleben. Hier ist unsere Klebezeite. Das heißt, ich falze mir das jetzt erstmal. Wenn man einfach aus dem Flow ist und ne, dann ja, hat man schon verloren, wenn es dann länger liegt, das Zeug. So. Also hier dieses breite Stück, das wird unsere Klebelasche. Und jetzt muss ich mal hier gucken. Ja. Ne, hier habt ihr ja einmal dieses größere Stück gefalzt und einmal das kleinere und dann habt ihr dieses ganz große Stück. Dieses ganz große Stück ist unser hinterer Teil. Das ist unser Deckel. Das heißt, ich klebe mir das einmal so zusammen. Also das ist quasi der Rest von dem Papier. Hier sind die 4 cm und die 2 cm. Und da ist unser Rest. Das heißt, ich klebe mir das jetzt einmal so fest.
gesagt, ich muss leider erstmal selber wieder gucken. Also wenn ich noch länger warten würde mit dem Video, weil ich drehe das auch vorab. Weil bei mir weiß man einfach nie, was dazwischen kommt. Ich habe es gestern wieder auf der Arbeit gemerkt. Gestern wieder auf der Arbeit gemerkt. Wieder ist eine Stunde auf meinen 2 Überstunden, die ich sowieso täglich mache. Und wieder ist eine Stunde zusätzlich gekommen. Ja, schön. So. Während das erstmal anzieht, dann können wir einmal die Ecken abrunden. Zwar geht es jetzt natürlich nur noch da und da und da. Das große Stück Papier, aber das geht. Ich glaube, das ist die Kindergarten-App. Da schreiben sie gerade wieder die Geburtstage. So, dann einmal das komplett falzen. Da noch einmal drüber gehen. Jetzt habe ich es genau verkehrt rumgeklebt. Aber egal, da kommt eh Designerpapier drüber. Also am besten wäre es, wenn ihr das. Oder kriege ich es nochmal ab? Ah ja, ich krieg's nochmal ab. Ich krieg's nochmal ab. Seht ihr? Schon geht's los. Bin aufgeregt. Und nie klappt. Nie klappt das Video, das eigentliche. So immer faszinierend, oder? Jetzt. Also wenn ihr von außen klebt, ist besser. Ah, wie gut, dass wir einen Radierer haben. Oh, und das ist eine Kooperation, das ist bezahlte Werbung. Oh, das läuft wieder super. Aber es ist mein Kanal. Es ist mein Kanal. Mein Kanalname sagt schon immer alles. So, wie gesagt, es gibt ja Gott sei Dank Klebemittelradierer. Und auf den Rest kommt Designerpapier. So, jetzt schaut das Ganze so aus. Das kommt dann später so zusammen. Wie gesagt, es ergibt Sinn. Es ergibt dann Sinn. Jetzt brauchen wir erstmal die 2 Seitenteile. Und zwar zweimal. Schaut so klein aus. Nee. Zweimal in den Maßen 11 mal 19,5. Und das falze ich mir jetzt auf der kurzen Seite jetzt erstmal jeweils links und rechts bei 2 cm. Einmal. Zweimal. Dann falze ich auf der langen Seite jeweils bei 5 beide Teile. Und jetzt könnt ihr dann gleich entweder mit dem Dotting-Tool arbeiten oder so. Ich habe es mit dem Falzbrett gemacht, das hat ganz gut funktioniert. Bin ich sehr froh drum. Jetzt muss ich erstmal gucken. 7 cm. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Wie breit war das jetzt? 11. Ne? 11, dann sind es 5,5. Also 5,5, die Mitte. Dann lege ich mir das an. Und falze bis zu. Wo habe ich denn das gefalzt gehabt? Na, das ist jetzt hier unten. Das ist meine Klebe. Also, ja, doch meine Klebelasche. Ich hoffe, man sieht's. Das wird dann in den Boden geklebt. 5,5. Und ich habe gesagt, ich falze ich habe es mir nicht notiert, aber bei 3 cm. Das wären jetzt 1, 2, 3. Also bei 11,5. Und ihr habt ja da so Striche. Es muss nicht ganz genau sein. Jetzt mit der Kamera sowieso sehr schwierig. Also bei 11,5 gehe ich nach unten.
Wir können natürlich das alles mit einem Dotting-Tool und so machen. Aber ich habe das, wie gesagt, auch beim Prototypen. Gut, da waren es ein paar andere Maße, weil ich mich verschnitten hatte. Aber es funktioniert. Allerdings müssen wir jetzt wirklich mit dem Dotting-Tool arbeiten. Weil die schrägen Falzen kriege ich nicht hin. So, das falze ich mir jetzt einmal von dem Falzpunkt bis in die Ecke hier rein. Ja, mein Tisch schaut sehr chaosmäßig aus. Ich bin im Moment an. Das war bestimmt auch wieder die Kindergarten-App. Ich bin an einem Großprojekt dran. Und es nimmt aktuell sehr, sehr viel Platz auf meinem Schreibtisch ein. Aber gut, das geht vorbei. So. Jetzt schneiden wir einmal. Zwar schneide ich, wie gesagt, hier unten ist die Klebelasche. Jetzt schneide ich hier so schräg ein. Und dann hier so schräg. Und das machen wir da genauso. Hier oben könnte man auch schräg einschneiden, aber ich persönlich lasse es. Es geht auch so. Wenn das Grundgerüst einmal steht, dann geht es relativ schnell mit der Tasche. So, einmal alles nachfalzen. Die nach hinten und das auch nach innen. So, und das jetzt so. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, aber es geht. Das geht dann so nach innen. Und ich hoffe, die Maße stimmen jetzt, weil nämlich auf meinen Prototypen habe ich ein bisschen, oder was heißt auf meinen Prototypen, ich habe da ein bisschen, ein paar einige Zettel verbraucht, bis die Maße gestimmt haben. So, okay. Jetzt nehmen wir unsere Kuddelmuddel. Und jetzt schaue ich mal, das ist. Na, ihr habt ja zwei Seiten. Einmal das mit dem kurzen Stück und einmal das mit dem langen Stück. Das mit dem langen Stück ist außen. Also oben drauf. Das heißt, es kommt dann so oben drüber. Und ich fange an, das hier da rein zu kleben. Aber ich schaue erstmal, ob die Maße denn so stimmen. Das schaut gut aus. Aber beim ersten Prototypen haben die Seitenteile irgendwie nicht gepasst. Ich hatte Gott sei Dank relativ wenig Verschnitt, weil ich das dann immer ausbessern konnte. Na, hier ist die Stelle, wo wir zusammengeklebt haben. Und das andere ist dann der Boden. Und ich hoffe, ich werde der Kooperation gerecht. Weil ich verwende ja zwar Produkte, aber relativ ist es ja doch relativ großer Aufwand, wenn man das, ne? Wenn ihr wisst, was ich damit sagen will. So, einmal. Mein Basteltisch ist relativ vollgestellt, deswegen kann ich leider nicht so handhaben, wie ich will. So. Wenn das Grundgerüst, wie gesagt, einmal steht, dann ist es relativ simpel und schnell fertig. Und da gehe ich jetzt auch nochmal mit dem Falzbein richtig drüber.
Also ihr habt hier einen halben Millimeter, einen halben Zentimeter Luft. Ich gehe nicht bis ganz nach oben, weil mir das einfach zu eng ist. Aber mein Prototypen habe ich mir dann unheimlich schwer getan und habe dann eben noch einmal ausgebessert, habe das Ganze noch einmal auseinandergenommen und habe das dann noch mal alles verkürzt. Also die Seitenteile, weil mir das einfach viel zu groß war und viel zu. Es hat dann nicht funktioniert, wie ich wollte. Und es nimmt jetzt langsam Form an. Wie gesagt, das schaut am Anfang richtig kuddelmuddel aus. Ich jetzt auch noch mal mit dem Falzbein rein. Okay. So, ihr seht schon, es ist jetzt noch nicht ganz trocken, aber das Ding hat hier zwei Laschen. Aber eine Lasche schiebe ich mir dann da so rein. Das ist echt doof zu zeigen, aber die schiebe ich mir dann da so rein. Ne? Der typische Vorführeffekt. So da rein. Und dann ist die zu. Dann ist die auch, dann kann auch nichts rausfallen. So, jetzt tun wir mal ja, Magnete drauf anbringen. Das heißt, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, die zuzulassen. Aber manchmal ist echt. Ich will die auch noch nicht so festdrücken, weil das ja alles noch feucht ist, wie ich am Kleber. Na so, hör mal. Gibt's ja gar nicht. So. Jetzt machen wir nämlich erst die Magnete drauf. Und dafür nehme ich so selbstklebende. Den einen bringe ich mir hier an. Jetzt brauche ich das passende Gegenstück. Das ist sogar der. Und dann schaue ich, dass die Position stimmt. Weil da ist nämlich das Gefährlichste eigentlich auch schon wieder weg. So. Dann braucht ihr Designerpapier. Ich habe mir das auch schon alles zurechtgeschnitten. Zweimal in den Maßen 20,5 mal 14,5. Das kommt dann einmal hier hin. Oh, sogar. Ja, doch, passt schon. Also einmal Vorderseite, einmal Rückseite. Es macht so Spaß, mit den Stempeln zu arbeiten. Ich habe auch überlegt gehabt, dass ich das Ganze nochmal in Gelb mache. Oder Blau. Blau schaut bestimmt auch schön aus. Blau. Blaue Rosen. Oder gelb, wie gesagt, gelbe Rosen. Das wäre auch sehr interessant. Ich hätte das Designerpapier vorher aufkleben sollen. Fällt mir gerade auf. Aber egal. Das kriegen wir. So, und dann einmal hinten. Dann ist erstens stabiler und zweitens ist es dann schöner. Manchmal denke ich halt auch nicht vor 12er bis nicht doch. Wie gesagt, ich habe sowieso schon Angst, dass das nicht der Kooperation gerecht wird. So, das. Dann braucht ihr zweimal Designpapier in den Maßen 20,5 mal 7,5. Das kommt einmal hier oben drauf. Vorher müssen wir aber noch die Ecken abrunden. Nicht vergessen. Das Schwarze kommt bei mir außen drauf. Das heißt, dann werden hier, weil ich habe hier so einen Schriftzug drauf,
Da werden dann hier die Ecken abgerundet. Und dann habe ich aus dem Stück Reste Papier, was ich da noch übrig hatte vom Zurechtschneiden. Das ist jetzt nur innen. Also, na, das ist jetzt nicht mehr in demselben Verlauf, aber das stört mich jetzt nicht so ganz. Das ist ja eigentlich nur, dass der Magnet versteckt ist und dass er hält. So. Das Ganze wieder zusammenstecken. Jetzt ist wieder rausgerutscht. So. Jetzt müsste der Magnet auch halten, also hält. Dann mache ich hier oben drauf auch nochmal ein Stück Designerpapier in den Maßen 20,5 x 3,5. Ich sehe schon, es wird viel, viel Schreiberei heute für die Infobox, aber gut. Was sein muss, muss sein. Ich will ja nicht meckern, ne? Ich will nicht meckern. Ich freue mich ja, dass ich die Kooperation haben darf. So, dann machen wir den Henkel noch. Das ist ein Stück von einem DIN A4 Cardstock, also, ne, das ist... Eins da... So der Länge nach einmal abgeschnitten in der Breite von 2 cm. Und das falze ich mir jetzt links und rechts jeweils bei 2 cm. Ne? So, das falze ich mir jetzt einmal nach oben. Mache ich jetzt auch nicht groß mit großem Falzbein. Doch, wobei ich brauche das, weil das muss ich mir einmal übers Falzbein ziehen. Damit es eine Rundung bekommt. Könnt ihr auch über eine Tischkante ziehen oder so. Und dann mache ich mir einmal Kleber drauf. Und dann positionieren. Schauen, dass es gerade ist. Und dann kommen endlich meine Stempelabdrücke zum Einsatz. Da freue ich mich am meisten drauf. Und zwar tue ich mir jetzt erstmal 3D-Pads drauf machen. Habe ich nämlich nicht gemacht. Ich schäme mich. Und ich bin so froh über diese, wie ich die hingekriegt habe, das auszumalen. Da habe ich aber auch länger drin gesessen, muss ich gestehen. Gut, bis das Design stand, hat auch ein bisschen gedauert. Und alles bleibt heute am Pflaster kleben. Ne? Also meine Hände sind im Moment sehr, sehr ramponiert. Erstens der Nagel abgebrochen auf der Arbeit. Wenn das Video online kommt, war ich wahrscheinlich schon beim Nagelstudio. Höchstwahrscheinlich. Aber ich sage ja immer, ich weiß nie, was bei mir los ist. Ich weiß nie, wie sich der Tagesablauf ändern kann, wie was zu arbeiten ist. Das kann der Kindergarten jetzt auch anrufen. Ich will es jetzt nicht schlecht heißen. Aber es könnte jetzt auch der Kindergarten anrufen und sagen, keine Ahnung, die Krätze ist ausgebrochen oder so. Oh Gott, ich will das jetzt nicht, ne? Aber ihr wisst schon. Und dann ist schon, ja, der Tagesablauf, der geplante, zunichte. So, das habe ich jetzt erst einmal. Da ziehe ich mir jetzt überall die Dingens ab. Der kommt hier hin. Oh,
Das klebt aber heute sehr gut. Das Tape. Ich bin so schön über die Koloration. Also da kann er wirklich sagen, ich habe koloriert. Da, der Schuh glitzert sogar hier ein bisschen. Ich weiß ja, ob man sieht. Aber da habe ich einen Glitzerriemen dran gemacht aus Gold. So, das kommt hier hin. Dann die da, die kriegen noch einmal einen Stapel 3D-Plättchen oben drauf, dass es noch einmal höher absteht, weil das kommt so ein bisschen. Oben drüber über das andere. Das ist nicht perfekt. Wie gesagt, das klebt halt alles am Pflaster. So. Ne, schon so. Na, das ist dann nochmal so ein bisschen erhöht. Das Blümelein kommt hier hin. Dass es von oben auch noch mal ein bisschen au schön aussieht. Das seht ihr gar nicht. Das habe ich da hingeklebt. Und das Blätterwerk hier. Reicht mir auch ein Blatt. So, und dann dachte ich eben noch den Spruch. Dazu müssen wir einmal embossen. Das ist aus dem Stempelset hier der Spruch. Da haben wir schon aufgezogen. Na, da ist er. Jetzt muss ich nur gucken. Ist ein bisschen schief, ne? Geht ein bisschen schief. Dass ich zumindest eine gerade Fläche habe. Jetzt bin ich, glaube ich, auch ein wenig schief. So, und das Ganze werde ich schnell föhnen. Das seht ihr nicht, aber ihr hört's. Das Kabel ist leider zu kurz. So, eins weiß ich, wenn ich irgendwann ein Bastelzimmer haben sollte, ich brauche ganz viele Steckdosen nah an meinem Schreibtisch. So. Da machen wir einmal einen Wimpel draus oder so eine Art Wimpel. Ich weiß gar nicht, Tech, keine Ahnung, wie man das schimpft. Ja. So. Machen wir jetzt auch nochmal 3D-Pads drauf. Ich habe auch noch eine Kartenidee mit den Rosen. So ist es nicht. Ah. Wo ist jetzt mein Piekser hin? Keine Ahnung. Muss mal mit der Pinzette versuchen. Gut, mit den Nägeln geht es schneller. Oder auch nicht. So. Und das kommt dann dahin. Und dann ist unsere Tasche auch schon fertig. Ja, ich finde die echt hübsch. Also ein wenig schief, aber ist nicht so schlimm. Vor allem, ich bin echt stolz, wie ich die koloriert habe. Diesmal kann ich wirklich sagen, ich habe koloriert. Oh ja, sehr schön.
Ich finde diese Stempelsets, die zwei, einfach so toll. Also nicht nur, weil ich sie gratis bekommen habe in dem Fall, sondern klar, ich muss was dafür tun. Aber ich hätte mir die auch selber so gekauft. Also die standen ja eh schon oder waren schon in meinem Warenkorb. Jetzt klebe ich da noch fest, dass mir das nicht davon flattert, wenn ich die irgendwie verschenken sollte oder so, ne, dass dann der Stiletto da abreißen sollte. Ja, aber das ist die Tasche. Ne, von hinten schaut die ganz einfach aus. Könnten wir jetzt da auch noch eine Rose hinmachen? Mir reicht es aber. Ja, das war eine Idee. Wie gesagt, das passt halt so perfekt mit die High Heels und so. Ich finde, es passt perfekt. Ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.